Ja, und im zweiten Track, heute wird Arnulf Christel uns ein bisschen erzählen, wie man Open Source Software in der Cloud mit Entwicklern und den Infrastrukturleuten auch mal zusammenkriegt und vernünftig macht, hoffentlich. Ja, das ist die Idee. Guten Morgen. Ich bin begeistert, dass so viele Leute es geschafft haben, Freitag früh. Und ich bedanke mich nochmal bei Tobias, weil er nimmt mir viel Arbeit ab, Details zu erklären, die die Technik betreffen. Das heißt, ich werde ein bisschen weniger auf die Technik eingehen und mehr auf Teambuilding und DevOps, wie das dann irgendwie auch zusammenkommt. Jetzt kurz mal eine Gymnastikübung. Wer von Ihnen ist mehr interessiert, etwas zu hören über Agile und Scrum? Hände hoch. Und wer ist eher interessiert an dem DevOps und dem Bereich? Hält sich die Waage? Okay, dann machen wir einfach beides. Ich habe 50 Folien, das sollte gehen. Ja, ist ja gut. Also das Szenario, wir haben das ja schon gesehen gerade, die Telekom vom Gesetzgeber angehalten, Haushalte im ländlichen Raum an das Hochgeschwindigkeitsinternet anzuschließen. Siehe Vortrag von Tobias. Was bedeutet das? Die Umsetzung, um diese Ziele erreichen zu können, muss der Planungsprozess erheblich beschleunigt worden. Es wurde schon erwähnt, dass es PDF gibt als Kartenwerkzeug und das ist im Moment tatsächlich so, dass Sie zum Teil dann 300-seitige PDFs bekommen mit auf jeder Seite eine Karte und da müssen Sie dann reinmalen, wo die Trasse lang geht. Das wird abgelöst durch die Infrastruktur. Was muss da gemacht werden? Es muss Software entwickelt werden und GrassGIS, die hat eine REST-API, die Implementierung, die das als WPS bereitstellt, heißt Actinia, ist auch Open Source, ist jetzt schon ein Community-Projekt bei der OSGEO. Da gibt es C-Module in GRASS, die diese Trassenplanung machen, Auswertung der 3D-Befahrungsdaten mit einem neuronalen Netz, das ist nicht Open Source leider. MapViewer Frontend mit Open Layers und Shogun und so weiter, das ist wieder Open Layers. Also das meiste ist schon Open Layers. Es gibt leider keinen PostNAS, sondern FME. Ich verstehe es aber auch, weil die FME wird ja für alle möglichen anderen Sachen noch verwendet und das macht durchaus Sinn, da so ein Tool einzusetzen, weil GeoCattle ist noch nicht ganz so weit. Ja, Datenbeschaffung, amtliche Katasterdaten, ALKes, Orte, Fotos, OpenStreetMap, selbst erhobene 3D-Befahrungsdaten und so weiter. Komponenten müssen installiert werden, parametriert, Sicherheitsanforderungen der Telekom, internen IT folgen, Daten importieren, eingebunden, leistungsoptimiert, jede Menge Arbeit. Und der Betrieb soll dann eben in dieser Open Telekom Cloud laufen und der Aufbau dieser Architektur ist durch die Verwendung von Cloud-Technologie wesentlich komplexer als bei einem einfachen Serversystem. Ich sage immer, so eine GDI aufzubauen, wie man sie klassischerweise kennt, braucht einen Tag. Der Frank braucht wahrscheinlich 20 Minuten. Und mit der Cloud denkt man, das geht vielleicht noch einfacher. Das ist auch so, nachdem man ein Jahr reingesteckt hat. Dann ist es wirklich nur noch Knopfdruck und tak, 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 das entsteht von alleine aus den Skripten heraus. Aber der Aufbau erstmal ist schon ein langer Weg, dahin zu kommen. Und ich weiß das alles, weil ich als Scrum Master bei der Telekom in genau diesem Projekt ein Team auch koordiniere. Und das ist eben dieses agile Vorgehen, das sich die Telekom auch auf die Fahnen geschrieben hat. Es wird jetzt also alles agil bei der Telekom. Das ist nicht einfach, wie man sich vorstellen kann, gerade bei so einem großen Laden wie der Telekom. Aber die geben sich echt Mühe und es funktioniert auch ganz gut. Ich bin erstaunt. Also ich hätte das nicht gedacht, als ich da angefangen habe. Das ist dieser spezielle Bereich, sage ich jetzt mal, der GDI-Aufbau und Tel-IT, die machen das wirklich richtig gut. Die verwenden Scrum als Methode. Agile Softwareentwicklung, Scrum-Vorgehen, das sieht dann so aus, da ist ein Product Owner und der erstellt die Anforderungen aus den Anforderungen des Kunden, eine User Story und priorisiert die. Und dann kommt Product Owner und Team, die entstellen dann konkrete Arbeitspakete. Und das Team wählt dann so viele Arbeitspakete aus, wie in einem Sprint, das sind typischerweise 2 Wochen, zu schaffen sind und fängt an, die abzuarbeiten. Während dieser 2 Wochen komme ich dann ins Spiel. Ich moderiere tägliche kurze Besprechungen, Stand-ups, in denen das Team den Fortschritt der Arbeiten bespricht und Blocker identifiziert. Das heißt, jeden Tag bekomme ich Rückmeldungen über den Stand der Entwicklung. Jeden Tag bekomme ich Informationen, ob irgendwas klemmt und nicht funktioniert. Und jeden Tag kann ich Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme zu beseitigen. Und das ist der Hauptunterschied zu dem klassischen Projektplanung,
wo man halt sagt, in 4 Monaten wollen wir da und da sein, jetzt macht mal. Und in 4 Monaten guckt man dann und sieht, oh, die sind ganz woanders hingelaufen. Das passiert eben nicht mehr mit dieser agilen Vorgehensweise. Scrum Master und Product Owner beseitigen eben diese Blocker und halten das Management auf dem Laufenden und schirmen das Team vor dem Management auch so ein bisschen ab. Das heißt, da kann nicht einer reinkommen und sagen, du machst jetzt Folgendes, sondern der kann dann sich anstellen hinten und alle 2 Wochen bei dem Product Owner anfragen, dass das Team bestimmt andere Dinge tut. Aber wenn das Team mal arbeitet, darf es sich konzentrieren und wirklich das tun, was im Plan steht. Am Ende gibt es ein Review-Meeting und das Team präsentiert da dann dem Product Owner, den Anwendern, den Stakeholdern, dem Management und sonst im Idealfall eine funktionierende Version des Produkts. Das heißt, alle 2 Wochen bekomme ich tatsächlich ein fertiges Produkt. Man kann das schlecht mit der realen Welt vergleichen. Wenn man ein Auto baut, dann ist es erst fertig, wenn es wirklich fertig ist. Aber man könnte es vielleicht vergleichen, dass am Ende eines solchen Sprints die Lichtmaschine fertig ist. Und beim Ende des nächsten Sprints haben wir Felgen mit Reifen drauf und am Ende des nächsten Sprints ist da ein Sitz drin und der hat ein Airbag. Also immer ist irgendwie ein Inkrement, das Produkt wird immer kompletter. Und man sieht, während dieser Prozess läuft, welche Dinge man vorziehen muss, um sie dann besser bearbeiten zu können. So, und das Ganze läuft in Iterationen, das heißt, diese Sprints, diese 2-wöchigen Sprints, die laufen eben so lange, bis das Ziel erreicht ist. Und das Ergebnis ist dann immer so eine Kombination aus Zeit, Funktionalität und Qualität. Und der Kunde möchte natürlich immer alles haben, aber das geht nicht. Das heißt, wir haben hier jetzt, Tobias, du wirst es besser wissen, was ist unser Ziel? Ist das ein Datum oder ist das ein Funktionsumfang? So eine Kombination daraus, ne? Und wenn wir dann halt sehen, dass die Funktionalität zu dem Datum nicht fertig sein wird, dann müssen wir dem Management sagen, du musst da noch mal ein bisschen Geld reinbuttern. Und dann sagt das Management natürlich, nein, hier ist kein Geld mehr. Und dann muss man sagen, na gut, dann machen wir ein bisschen weniger Funktionalität, dann müssen die Planer doch noch mehr Handarbeit machen. Das ist immer so ein Trade-off. Und dieser Prozess, der passiert eben auch so alle 3 Monate ungefähr, dass man sagen kann, man sieht in dem Projekt, wenn das so ein langes Projekt ist, alle 3 Monate, guck mal ganz ins Ende, was müssen wir als nächstes machen, dass wir da weiterkommen. Gut, also merke, ein Sprint dauert 2 Wochen, danach gibt es neue Versionen der Software, Schnittstellen, Datenformate, Komponenten und so weiter. Alles neu, nach 2 Wochen. Jetzt gucken wir uns die Cloud an und da werde ich ganz schnell durchflitzen, weil da brauchen wir nicht so viel. Wir haben Software as a Service, Plattform as a Service und Infrastructure as a Service. Und eins ist da gehighlightet, das ist Mapbox, Office 365, Google Docs, das kennen Sie vielleicht schon. Das ist so Software as a Service, wenn man also alles fertig hat. Und ganz unten ist Infrastructure as a Service, das ist mehr so die Betriebssystemplattform, die bereitgestellt wird. Und bekannt ist hier so Amazon Cloud, Open Telekom, Azure, Asia, wie man es auch immer nennen will. Und da steht auch die Telekom Cloud drin. Und eigentlich ist das ein Angebot, das müsste jedem deutschen ITler bekannt sein. Aber ich glaube, das Marketing hat da noch nicht so ganz gut funktioniert. Also die Telekom hat eine Cloud, die funktioniert auch wirklich. Das ist Mapbox. Ich war ein bisschen enttäuscht von Mapbox, was da so passiert ist. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen Marketing. Viel mehr sieht man da nicht mehr bei der Mapbox. Die verkaufen also tatsächlich ein fertiges Softwareprodukt, das man nehmen kann als Cloud, aber was dahinter jetzt genau funktioniert, das weiß man eigentlich gar nicht. Deswegen musste die Tel-IT bei der Open Telekom Cloud was ganz Eigenes aufbauen, weil die Funktionalität in der Tiefe, wie Tobias sie beschrieben hat, die wird so als fertiges Produkt gar nicht angeboten. Auch nicht als Plattform, gibt es auch noch nicht, sondern eben auf der Infrastructure. Das heißt, wir starten auf der Infrastructure. Wenn die Telekom mal fertig ist, gibt es vielleicht irgendwann mal die Telekom GDI Cloud. Könnte sein, dass man dann sagt, ich möchte jetzt hier deployen und dann ist da mein Geo-Server, mein Map-Server und meine Proxys und Sicherheit und alles schon mit drin und ein Webbender für einen Franken. Aber im Moment ist das noch nicht so. Ja, da gehen wir ein bisschen durch. OpenShift haben wir gehört, das sieht so aus. Dann haben wir hier GitLab mit Kubernetes. Zu Kubernetes gibt es vielleicht einen ganz netten Exkurs. Warum ist Kubernetes Open Source geworden? Das war ein Google-internes Cloud-Produkt. Und dann haben die Entwickler gesagt, komm, wir müssen das Open Source machen. Und die Google-Oberen haben gesagt, ihr spinnt wohl. Das sind unsere Kronjuwelen. Wir wissen, wie Cloud geht.
das können wir doch jetzt nicht Open Source machen. Und da gibt es auf dem Link da einen ganz netten Artikel, wie das passiert ist, wie das funktioniert hat. Das ist ganz spannend. Docker haben wir auch schon gesehen. Infrastructure as Code, und das ist, glaube ich, das Interessante noch, wo ich kurz darauf eingehen möchte. Ja, dieses Terraform ist eben Open Source Werkzeug, das OpenShift APIs in deklarative Konfigurationsdateien abbildet. Und jetzt kommt's, die wie Softwarecode von Teams bearbeitet werden können, Reviews unterliegen und Versionierung. Das heißt, die Infrastruktur, das, was wir bis jetzt immer install und naja, da gucke ich mal in meinem Skript von letztem Jahr, wie ging das gleich noch mit der Apache-Konfiguration, und das ist nicht mehr manuell, sondern das steht alles sauber in Konfigurationsdateien und kann versioniert werden. Und das wird dann von Jenkins zum Beispiel im Continuous Integration Prozess zusammengebaut. Und diese Continuous Integration kann diese neu entwickelte Software und Infrastruktur umgehend in Staging- und Integrationsumgebungen getestet werden. Das heißt, man entwickelt auf einer Architektur, schiebt die dann schon automatisiert in die Integrationsoberfläche, testet die dort, und wenn das alles funktioniert, drückt man nur noch einen Knopf und das landet in der Produktion. Und Amazon hat bis zu 1000 Releases pro Tag, um so diesen Prozess wirklich voranzutreiben. Bei wie vielen Releases sind wir inzwischen? Noch nicht ganz 1000 pro Tag, aber... Also Zusammenfassung, Cloud-Technologie ist komplex, der Deployment-Prozess kann erheblich beschleunigt werden, die Cloud-Infrastruktur ist meist einfach zu skalieren, das ist, warum wir dort sind, und bei sporadischer Nutzung kann die auch Kosten sparen, aber Cloud-Infrastruktur hat eine steile Lernkurve. So, jetzt kommen wir zusammen, IT-System-Lifecycle, der Lifecycle herkömmliche IT-System beträgt Jahre. IT-Systeme meine ich die Infrastruktur. Ich baue ein Netzwerk auf, da ist ein Server drin, da ist ein DNS drin, da ist Security Proxy, da ist ein Authentication Management, da ist ein Authorization Management. Solche Dinge bei der Bank zum Beispiel, die halten 5 Jahre, 10 Jahre ohne Problem. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt aber agile Softwareentwicklung und professionellen IT-Betrieb sind vollkommen inkompatibel. Ja, weil die Entwickler, die hauen halt eine neue Version raus und eine Woche später soll die online sein, dass die Leute sie auch nutzen können. Aber die ganze Infrastruktur unten drunter, die hält Jahre, die muss stabil sein. Wie kriegt man das jetzt zusammen? Mit DevOps. Und DevOps ist so eine neue Art Gattung Mensch. Das ist kein Softwareentwickler und das ist kein Systemadministrator. Früher gab es ja noch diese Trennung zwischen Systemadministrator und Softwareentwickler. Die mochten sich auch nicht besonders, weil die Interessen halt so unterschiedlich sind. Der Systemadministrator will nicht ständig neue Software, die noch nie getestet worden ist, einsetzen. Und der Softwareentwickler hat keinen Bock auf die alten Betriebssysteme, die von der IT noch angeboten werden. Genau. So, und der Infrastrukturbetrieb ist aber heute geschäftskritischer Faktor geworden. Facebook ist gestern ausgefallen oder vorgestern, nur so ein paar Stunden. Die ganze Welt war entrüstet. Das darf eigentlich nicht mehr passieren. Und es ist also geschäftskritisch und die schnellen Entwicklungszyklen und der zuverlässige Betrieb sicher unterbrochen und statisch. Beides ist wichtig. Wir müssen immer ganz neu sein, ganz vorne dran, und es muss aber auch sicher und ununterbrochen und statisch laufen. Das Einzige, wie das geht, ist durch konsequente Qualitätssicherung. Und diese muss integraler Bestandteil der agilen Softwareentwicklung sein. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Scrum. Eigentlich schreibt man erst einen Test und dann die Software. Und wenn die Software den Test besteht, dann ist eine Software tatsächlich abnahmefähig. Ich bin schon ganz alt und habe das früher anders gemacht. Ich habe einfach mal so runtergehackt und wenn es funktioniert hat, war ich froh und bin zum nächsten Code gegangen. Und habe so über die Jahre dann Legacy aufgebaut, Technical Debt. Und eigentlich immer Software hinterlassen, die kein Mensch sonst mehr verstehen konnte. War mir ja egal, hat ja funktioniert. Das geht so heute nicht mehr. Und deswegen dieses DevOps, Continuous Delivery Cycle, da ist eben jetzt, und das ist so eine Mixtur aus Scrum und DevOps. Da haben wir den Product Owner, der die Business Need und den Use Case hat. Dann haben wir das Software Development Team, wir haben Software Check-In, Automated Software Build, Automated Test Scripts, Automated Deployment und dann Monitoring und Operations in einem Guss. Das muss alles in einem Zyklus zusammenhängen. Das heißt, Continuous Automated Testing, Testing, Integration und Deployment müssen hochautomatisiert sein, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Und dann wird dann dieses DevOps draus. Auf der einen Seite hat man Dev, da wird geplant, da wird created, also da wird Code geschrieben, da wird verified, das ist Testing und Integration, dann wird gepackaged. Und das ist ein Prozess heute, das läuft schon super. Ne? Da macht man einen Commit und dann liegt das in irgendeinem Repository. Und Ops, das geht dann in den Betrieb, macht ein Release, konfiguriert das mit automatisierten Skripten, packt da einen Monitor hinten drauf und dann läuft das Ding. Und da wird dann dieser Zyklus draus, diese ewige 8. Und das ist auch die Garantie, dass wir immer Arbeit haben werden, weil das hört nicht auf. So, DevOps ist also die Zusammenführung von Softwareentwicklung, Systemadministration und Betrieb bei kontinuierlicher Qualitätsüberprüfung, Testing, CI/CD, Monitoring. Das gehört alles zusammen. Und so kann man das vielleicht noch ganz gut überschneiden. Development, Operations und QA, das in der Mitte da, das ist, wo wir hin möchten. Wir möchten gute Entwicklung haben, wir wollen gute Operations haben und wir brauchen dafür die hohe Qualität, weil sonst können wir das nicht erreichen. So, Zusammenfassung, Infrastructure as a Service, Cloud-Infrastrukturen bieten hohe Stabilität und Flexibilität, aber auch aufwendige Erstimplementierung, unterschätzen Sie das nicht, sperrig bei Infrastrukturkonzernvorgaben, das ist das, was wir in der Telekom erlebt haben, da gibt es halt einfach Sicherheitsrichtlinien, die sind aus den späten 70ern, sage ich mal frech, und die müssen wir heute immer noch umsetzen. Und einfacher wäre es, die zu ändern, aber das dauert halt länger, als wir unseren Release-Cycle haben. Wir sind fertig, bevor die ihre Sicherheitsrichtlinien geändert haben. So ist es halt. Dann hohe Sicherheit beim Betrieb, das wird sich noch herausstellen, wie sicher das wirklich ist. Im Moment läuft es gut, aber wie man bei Facebook gesehen hat, kann auch sowas schiefgehen. Es gibt massenhaft Power für Anwenderfunktionalität, weil man eben skalieren kann, und aber auch hohe Managementkosten. Die Cloud ist nicht billig. Die Herausforderungen an die Projektsteuerung sind vor allen Dingen Kommunikation und Priorisierung. Das heißt, wie es früher war mit so einem Pflichtenheft und einem Leistungsheft und dann arbeitet man das runter und 2 Jahre später erhält man dann die fertige Software, nimmt die ab, die Zeiten sind vorbei. Das geht nicht mehr heute. Das ist einfach nicht mehr möglich. War auch nicht zielführend und viele Projekte, die so angelaufen sind, haben ja auch nicht funktioniert. Das heißt, heute ist die Fachanforderung, die muss übersetzt werden in die Softwareentwicklung, die muss zusammenarbeiten mit der Systemadministration und der Sicherheit, um dann einen guten Betrieb zu gewährleisten. Die Caveats beim Aufbau einer eigenen Cloud-Lösung, Projektmanagement muss alle Bereiche optimal integrieren und die strategischen Abwägungen betreffen jetzt Entwicklung. Nehme ich was Stabiles oder mache ich agile Entwicklung? Die Infrastruktur, nehme ich die Vorgabe, die vom Konzern kommt, oder folge ich Best Practices? Das ist dann oft eine Diskussion mit Management. Der Betrieb, die Sicherheits- versus Flexibilität, ändere ich überhaupt nichts oder bin ich in der Lage, Änderungen schnell einzuarbeiten? Und der Anwender kann er mit Standardfunktionalität arbeiten oder hat er fachliche Anforderungen, die tatsächlich neu implementiert werden müssen? Und natürlich ist ein wichtiger Punkt auch noch Management, Kosten, Personal, Abhängigkeiten. Wenn Sie heute auf dem Markt einen DevOps-Ingenieur suchen, wird es schwierig. Wir gehen inzwischen, glaube ich, in die Slowakei, um Leute zu finden, die das dann auch können. Gleiches für Softwareentwickler, ist auch gerade nicht so einfach, Leute zu finden. Und wenn man sie findet, dann sind sie relativ teuer. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen. Das. Ja, vielen Dank. Ich habe mir jetzt dieses Mikro wieder geschnappt, weil ich vielleicht gleich ins Publikum gehen muss. Gibt es Fragen? Hallo. Wir machen also, vielen Dank für die Ausführung. Wir machen das Gleiche seit Jahren. Eine Frage hätte ich nach DevOps, irgendwie so quasi, dass die Entwickler, die das Ganze bauen, eigentlich auch diejenigen, die es betreiben. Das stellt uns selber als Team immer vor die Herausforderung, wie kann ich irgendwie quasi mich committen, in 2 Wochen genau die und die Features abzuliefern, weil Betrieb ist nicht planbar. Wie haben Sie sich organisatorisch quasi als Team organisiert, zu sagen, Sie können auf der einen Seite wirklich entwickeln und sich darauf fokussieren und wie Sie gesagt haben, Sie schützen Ihre Leute,
Das geht in Großbetrieben nicht, also ich arbeite auch in einem. Das heißt, das ist schon recht schwierig, wenn nebenbei Betrieb ist und dann brennt, dann müssen diese Leute sofort wieder reagieren. Wie machen Sie das? Ja, sagen Sie kurz, wo Sie herkommen oder ist das geheim? Ja, SBB, Schweizer Bundesbahn. Ja, wunderbar. Ist auch ein großer Laden. Auch schon ein bisschen länger unterwegs. Ja. Es ist tatsächlich meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, wir lassen uns nicht hetzen. Und der Zyklus, in dem Bugs bearbeitet werden, sind bei uns 2 Wochen. Das heißt, wenn ein Bug reinkommt, dann sagen wir, ja, wir gucken uns das an. Und wenn es nicht unbedingt total geschäftskritisch ist, dann lassen wir den wirklich 2 Wochen liegen und der wird in den nächsten Sprint mit eingeplant. Das war ein Prozess, dahin zu kommen. Und wir haben auch schon Entwickler, die unter Schmerzen gesagt haben, ich darf eigentlich nur 10% meiner Zeit entwickeln und den Rest kämpfe ich mit irgendwelchen DevOps-Anforderungen, die mich überhaupt nicht interessieren. Das heißt, dieser Bruch, der bleibt bestehen. Und DevOps-Leute sind meiner Ansicht nach eher so aus dem Betrieb. Das sind weniger Entwickler. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir mehr Entwickler hätten, die auch so ein bisschen Richtung DevOps sich entwickeln. Aber entwickeln ist halt cool. Das ist kreativ, das ist lustig, das macht Spaß, da hat man neue Sachen. Während der Betrieb ja doch oft auch verantwortungsvoll ist und langweilig und man furchtbar eins auf die Nuss kriegt, wenn dann mal was schief geht. Also das ist schon schwierig, das zu integrieren. Das ist nicht einfach. Beantwortet das die Frage? Ja, es hilft mir noch nicht. Also, aber. Ich finde das sehr gut, dass du jetzt nicht für deine Dienstleistung Werbung machst und sagst, du verkaufst dich da gerne auch hin. Ja, ich halte ihn für einen relativ intelligenten Menschen. Wahrscheinlich kommt er da selber drauf. Ja, danke für den guten Vortrag. Hat echt Spaß gemacht. Und auch vor allem danke für das Beispiel mit der Telekom. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, gibt es auch Beispiele aus der Verwaltung, die schon DevOps einsetzen? Und wenn ja, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Das hängt an Personen. Hier sitzt ein, der beste DevOps, den ich je kennengelernt habe. Der weiß aber gar nicht, dass er selber DevOps ist. Frank Jäger, seit 10 Jahren ungefähr Open Source und MapBender und in Betriebssysteminstallation. Der macht das alles in klein in einer Person. Und meine Erfahrung ist, in der offenen öffentlichen Verwaltung ist es immer noch oft so. Da sitzt irgendein Verrückter irgendwo im Keller und der hat angefangen mit Linux und der kennt sich aus und der hat das ganze Geraffel darauf gepackt und deswegen funktioniert es. Und von der Cloud ist die öffentliche Verwaltung in den meisten Fällen noch relativ weit weg. Ausnahmen sind Stadt Wien, so große Läden, ne? Die können sich das leisten, die machen das schon. Aber die haben selber 50 Entwickler in der GIS-Abteilung sitzen. Das ist dann schon cool, aber das ist dann nicht mehr so die Standard RVR oder eine Stadt, die sich eben sowas dann nicht leisten kann. Ne? Und vielleicht noch schnell eine Anschlussfrage. Die Größe Ihres Scrum-Teams, wie groß ist das? Viel zu groß. Wir haben leider im Moment über 20 Leute und ich würde es gerne runterbrechen in 3 Teams, aber dafür haben wir nicht genug Scrum Master und würde wahrscheinlich dann wieder mehr Overhead verursachen. Das heißt, unser Team ist viel zu groß, aber da ich so viel Erfahrung habe, geht es doch irgendwie. Danke. Weitere Fragen? So einfach mal Hand heben. Sorry, noch eine abschließende. Jetzt ist es schwierig natürlich, Sie sind von der Telekom und natürlich nutzen Sie Ihre eigene, also die ist auch uns bekannt natürlich. Der nächste Schritt in der Evolution ist ja eher jetzt Richtung Multicloud. Also das wäre jetzt der natürliche Schritt, wenn Sie sagen, eben auch Facebook fällt aus. Ja eben, weil es geht heute nicht mal mehr. Cloud bietet eine gewisse Sicherheit, man hat verschiedene Regionen, aber der nächste Schritt ist, ich muss eigentlich sofort zum nächsten Anbieter wechseln, wenn der ausfällt. Ist jetzt schwierig für Sie als eigener Anbieter zu sagen, ich nehme noch einen Konkurrenten und sichere mich mit einem Konkurrenten ab. Aber in der Theorie müssten Sie solche Gedanken eigentlich auch pflegen, oder? Zur Klarstellung, ich arbeite nicht für die Telekom. Ich bin nur gemietet und bin auch frei für neue Aufträge. Also, wir sehen uns wieder. Nein, das ist tatsächlich so, dass wir uns das sehr genau angucken. Weil man weiß nie, wie ein Konzern sich entwickelt. Und es kann sein, dass die Open Telekom Cloud vielleicht irgendwann mal nicht mehr so weiter betrieben wird. Das heißt, es sind schon sehr konkrete Überlegungen da, dass diese Architektur auch woanders drauf passt. Es ist jetzt nicht so, dass wir sofort auf Knopfdruck umziehen könnten, aber es ist vom Design und von der Anlage her schon so, dass es nicht nur in der Telekom Cloud läuft, sondern auch woanders laufen könnte. Ja. War da in der Mitte noch eine?
Ja, meine Frage geht auch nochmal, ab welcher Größe lohnt sich eigentlich dieser hohe Automatisierungsgrad? Also mit Puppet, also diese vollständige Automatisierung vom Skript bis zum fertigen Server? Als wir angefangen haben, so in den ersten 2-3 Monaten, habe ich gesagt, hör mir auf mit dem ganzen Cloud-Geraffel, wir stellen uns da ein Blech hin und sind in 3 Monaten fertig. Und wahrscheinlich hätte ich damit recht behalten, aber für den längerfristigen Betrieb geht das natürlich nicht. Ich kann nicht sagen, was würde man da sagen? Würde man sagen, Transaktionen pro Sekunde oder Mitarbeiter im Unternehmen oder Präsenz der Plattform? Ist ganz schwierig, es sind ganz viele Abwägungen, die man da treffen muss. Und wir haben aber auch schon in einem kleineren Rechenzentrum mal überlegt, ob wir das so machen und sind inzwischen aber wieder abgerückt davon. Das heißt, Cloud ist nicht der Schluss letztendlicher Weisheit, sondern man muss sehr gut abwägen, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Ich glaube, bei Dingen, die wirklich bundesweit ausgerollt werden und größer, da ist das, macht es schon Sinn, auf eine Cloud zu gehen. Ich denke, das ist das Format, wo man sagen sollte, ja, da macht das wirklich Sinn. Stadt Bonn brauchst du wahrscheinlich noch nicht. Ja gut, vielen Dank, Arnulf.